Hallo alle zusammen, hier ist das handgemachte Kaffeeservice von Sänger. Wir wollen das gemeinsam auspacken, gucken, was drin ist. Wir wollen uns die Qualität angucken. Wir wollen gucken, mit was für einem Besteck kann man das kombinieren, mit welchen Tellern kann man das kombinieren. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und gucken, wie es hier drin aussieht. Also hier ist auf jeden Fall alles schon mal sehr gut verpackt, doppelt und dreifach, damit hier das Geschirr auch wirklich nicht kaputt geht. Ich stehe jetzt einfach mal auf. Und hier geht es auch schon los. Wir haben hier schön verpackt, immer eine Schicht nach der anderen. Die einzelnen Teller, schön klein für Kaffee, vielleicht sogar für Tee. Also insgesamt 4 Stück. Und jetzt müssten auch schon hier die Tassen kommen. Möchte ich natürlich auch einmal zeigen. So, die packen wir natürlich auch aus. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob das sehr gut verpackt ist und dass hier wirklich nichts zu Bruch gehen kann, auch beim Transport nicht. Das ist auch der Fall. Der Kostenpunkt liegt hier so bei 60 bis 70 Euro. Vielleicht gibt es hier auch mal im Angebot ein bisschen günstiger, aber das wäre jetzt so der Preis für diese 4 Kaffeegeschirrtassen, die das Kaffeegeschirr sind. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also wir haben hier innen drin, wenn man sich das anguckt, schön, sieht so ein bisschen aus wie Porzellan, sehr edel da drin. Hier außen allerdings sehr schlicht, weiß, und aus dem Grund würde ich es wahrscheinlich am ehesten kombinieren tatsächlich mit irgendwas, mit irgendwas Farbigen oder so. Ansonsten wirkt hier diese weiße Außentasche vielleicht ein bisschen zu schlicht. Das Muster setzt sich hier natürlich beim Teller fort, wie man sieht. Aber auch nur die Vorderseite, nicht die Rückseite. Wir haben hier das Logo vom Hersteller und hier eben auch. Also insgesamt fühlen sich diese Tassen auch sehr, sehr glatt an. Das gefällt mir sehr gut. Man hat hier die Möglichkeit, sage ich mal, mit 2 Fingern gut reinzukommen und den Kaffee oder den Tee zu trinken, damit die Tasse sehr gut zu halten. Jetzt gucken wir uns trotzdem noch mal kurz an, ob wir irgendwo Unregelmäßigkeiten finden in der Glasur. Aber das sieht nicht so aus, zumindest habe ich bis jetzt noch nichts entdeckt. Guck mal, doch hier ist eine. Also hier bei der Tasse sieht man ein kleines Loch. Aber das ist verschmerzbar, würde ich sagen. Zumal es an einer Stelle ist, die man kaum sieht. Auch hier ist eine sehr kleine Unebenheit im Griff. Also wenn man Unebenheiten sieht hier, dann anscheinend beim Griff. Und auch relativ klein und auch eher dort, wo man es nicht sieht. Die Teller sehen alle sehr, sehr ordentlich aus. Jetzt ist die Frage, womit kann man dieses Besteck, dieses Geschirr am besten kombinieren? Ich habe ja einmal ein typisches Edelstahlbesteck und man sieht schon, ja, das kann man auf jeden Fall kombinieren, gibt dem Ganzen jetzt aber noch nicht den Kick. Das heißt, ist durchaus machbar, aber ein bisschen was fehlt mir hier dann doch noch, wenn man das jetzt hier mit einem Edelstahlbesteck kombiniert. Jetzt habe ich hier gerade keinen schwarzen Teelöffel in der Hand, aber man sieht, wenn man das Ganze mit einem schwarzen Besteck kombiniert, dann wirkt das schon ein bisschen ansprechender. Wenn ich das jetzt hier so reinlege, sieht es einfach so aus, als ob man hier ein bisschen mehr in der Hand hat. Und dann ist die nächste Frage, mit welchem Geschirr ließe sich das noch kombinieren? Also ich habe hier mal einen weißen und einen blauen Rand. Und hier sieht man schon, ja, ein bisschen Farbe, das schadet dem Geschirr nicht, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Allerdings muss man hier aufpassen, das Muster, was hier drin ist, ist nicht gänzlich farblos. Also es sind durchaus ein paar sehr dunkelblaue Farbtupfer drin und die beißen sich so ein bisschen. Jetzt hier zum Beispiel mit dem Blau, also ein Blau würde ich hier tatsächlich eher nicht empfehlen. Mit dem weißen Teller lässt sich natürlich auf jeden Fall kombinieren, allerdings auch hier muss man gucken, dass dieser weiße Teller eben sehr ruhig ist und dieser etwas kleinere Teller doch deutlich unruhiger. Und das muss man mögen, diesen sehr leichten Kontrast. Ich mag es ja in der Regel lieber, wenn ein sehr harter Kontrast ist, wie hier dieses Schwarz und dann dieses Weiß. Jetzt gucken wir uns natürlich auch nochmal an, wie das mit einem dunklen Teller aussehen würde. Und wie gesagt, das gefällt mir eigentlich fast am besten hier mit einem dunklen Teller. Allerdings würde dann wahrscheinlich das schwarze Besteck nicht so gut dazu passen, sondern eher wahrscheinlich hier dann das silberne, und so in der Kombination würde ich es wahrscheinlich verwenden. Aber es ließe sich natürlich auch, wenn man es jetzt ein bisschen ruhiger haben möchte, ein bisschen entspannter, einfach mit einem weißen Teller kombinieren. Mit einem blauen, bunten Teller würde ich es jetzt vielleicht nicht kombinieren.
Einfach weil dieses Muster hier in diesen Tassen doch schon kräftiger ist, als man das ja vielleicht zuerst vermuten mag. Ja, wer das kaufen möchte, ich lasse den Link unten auf jeden Fall drin und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst und den Kanal abonniert.